Wisst ihr was? Pong ist dabei als Backseat-Gamer und fühlt sich nicht ernst genommen und möchte hiermit die Bedeutung wieder auflösen. Was sagt ihr dazu? Schreibt. Wieso fühlst du dich nicht ernst genommen? Ich habe dich total gelobt. The Switch is stuck again. Naja, weil du halt irgendwie immer nicht das machst, was ich dir vorschlage. Immer erst, wenn du alle anderen unmöglichen Sachen ausprobiert hast. Okay, Meister Klugewicht. Das ist eine Lösung. The Switch is stuck. Hier ist ein Meat Grinder. Aber ist da, was ist denn das? Ist das nur die Konstruktion, die erklärt, okay, das macht nichts, diese Seile da? Das hier? Ja, damit wird das Lever, der Lever. Kannst du den nochmal ganz kurz ziehen, bitte? Okay, das da oben ist Crunchy Nut. Da ist Crunchy Nut. Das heißt, wir müssen Crunchy Nut wegkriegen? Ja. Was ist denn dieses Eiszapfen-Ding da oben? Das ist doch irgendwie auch verdächtig. Das da? Ja. Meinst du das nur Schönheit? Nee. So. Mhm. Eine Feuerpfeil, was mal? Feuerion. Passiert gar nichts. Nein, okay. Macht schon ein bisschen Wumms. Ist der kürzer geworden? Nee. Gar nichts. Okay, kannst du mit dem Zauberi irgendwie das Ding bewegen? Kannst du nichts bewegen? Irgendwas passieren, wenn du die jetzt sich drehende Geschichte blockierst? Das hier unten, weißt du? Ja. Bringt gar nichts, ne? Und Hammer dagegen geworfen hast du schon, ne? Wenn ich jetzt den Lever drehe. Hast du schon, ja, ne? Ja. Hab ich schon probiert. Von da aus auch? Nee. Jetzt, halt still! Sicherheitsknack daneben. Das ist ein Rohr. Da drunter? Also das, was du dazwischen, zwischen diesem Rohr und dem Ding wirfst? Ah. Was ist das? Ich kann ja was machen. Aber wegziehen. Greifen. Aber nicht wegziehen. Hoch, runter. Mhm. Links, rechts. Okay. Was macht das wohl? Brand stecken kannst du es auch nicht. Doch. Das ist ein Fass, ein Explosionsfass. Ja, das ist ein Explosionsfass. Das konnte man ja gar nicht erkennen. Aber du hast schon wieder die richtige Idee. Jetzt den Lever. Ja. Guck, was jetzt passiert, wo ich hier so viel Schabernack getrieben habe. Arschloch fährt runter. Skatman John. Da hinten, siehst du ihn? Nee. Doch. Das ist er wirklich. Wir sind ehrlich in der Hölle. The Forge. Ich glaube, so hieß das letzte Level in Trine 1. Woher kommt die Info?
Ich kann dir das sagen. Ich höre Videospiel-Soundtracks. Und da heißt das so auch? Also der Track? Das Nein, außerdem habe ich auch Teil 1 gespielt. Ach Quatsch. Doch. Hör auf. Doch, aber auch nicht so weit. Bis zum letzten Level. Nee. Und dann weißt du aber trotzdem, wie es heißt. Ja. Das ist ja Unsinn. Ich glaub's auch nur zu wissen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du... Das Collectible Poem, lass ich vielleicht sagen. Ja. Explosion. Wie kannst du dafür sorgen, dass das hochsteht? Schon rausgefunden? Dass was hochsteht? Nein, dann dieses Brett da in der Mitte. Das ist auch wieder so ein hochfahrendes Brett. Ach so. Wird das dann springen kann. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte vielleicht eine Planke hier machen. Hey, hört mal auf, hier mal Kisten rauszuschmeißen. Ach, es geht natürlich nicht mit der Planke, wegen der Lavaströme. Okay, du kannst natürlich mit ein bisschen Anschwung so ein Fass da reinrollen und dann. Ja, also auch für die Party. Okay. Er kommt wieder. Oh. Das ist gar keine spannende Kampfesmusik. Nee, das ist hier selbstverständlich in der Hölle. Oh, krass. Der ist aber aggressiv. Das Monster levitiert. Wie hättest du ihn in die Flamme halten können? Ja, ich glaube, die Flammen haben ihn erst so wild gemacht. Nee, haben die, glaube ich, auch verletzt. Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Versuchst du das bitte gleich mal? Schwimmst du das bitte gleich mal? Versuchst du das bitte gleich mal? Ich habe mein Gehör, ne? Ne, geht nicht. Aber du kannst ihn nicht greifen? Ne, er ist zu mächtig. Scheiße. Ins Bein. In die Brust. In den Oberschenkel. Aggressive Sau! Siehst du? Ja, da war aus, hat zwei. Level up, aber du hast. Nee, das Reiten lohnt sich nicht. Jetzt kann ich nämlich Monster Prison machen. Du hast kann sie denn noch? Explosive Arrow, Low Gravity Field, Stealth Movement, Magnetic Shield, Charge, Coast Fall. Du brauchst. Genau. Mach ich einfach Stealth Movement. The Thief is concealed from enemies, lasts up to 10 seconds. Concealer ist auch ein Schminkprodukt. Use Internal Leather. Ein Schminkprodukt. Schmink. Ein Concealer. Habe ich doch gesagt, ein Schminkprodukt. Ich habe das gesagt. Ja, aber ich habe es wiederholt und dann hast du mich verbessert. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Schimpfprodukt hast du gefragt. Ich habe Schminkprodukt gesagt. Nee, Schwimmprodukt hast du gesagt. Kein Schmink. Schwimm. Schmink. Das Wort kam von mir gerade. Ja, dann habe ich es wiederholt und du hast mich verbessert. Nein, vorher hast du Schwimmprodukt gesagt. Nein, du hast Concealer gesagt. Dann hast du gesagt, auch so ein Schminkprodukt. Und dann habe ich gesagt, Schminkprodukt. Nein, hab ich gesagt, Schminkprodukt. Und dann hast du mich verbessert auf Schminkprodukt, obwohl ich schon ein Schminkprodukt richtig gesagt hatte. Hüpf doch vorher, bevor du. Ich kann darauf nicht hüpfen. Du kannst darauf nicht hüpfen? Nee, aber ich kann natürlich irgendwie so ein Horst with no name. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ja. Den Zwerg des Schild benutzen, wenn du hüpfst. Ja, okay, aber. Ich komme nur so hoch. Ach so. Du kannst nicht hüpfen von da. Kann auch nicht aus der Luft hüpfen. Das Einzige, was ich machen kann,
ist dann mit dem alten Mann was drunter bauen, während du da drauf bist. Ach, scheiße, das geht nicht. Soll ich nochmal lange aufpassen hier? Nee, ich kann doch nicht mit dem alten Mann was draufbauen, während ich der Zwerg bin. Nein, also mit dem Zwerg hochfahren, bis du safe bist, dann eine Flamme abwarten, dann alter Mann werden und was unter dir bauen. Mhm. Was vorher? Nein. Kiste Zauber. Nein. Ach so, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dann falle ich mit dem alten Mann, mit dem Zwerg runter, bis wir mit dem alten Mann. Nein, du fällst nicht runter, du stehst auf dem Seil, auf der Luft. Jetzt kurz verteidigen mit dem Schild. Und ein bisschen höher unter dich bauen. Ach so. Ach so. Ist die Flamme ab. Weil ich ja nicht runterfalle, wenn ich der Mann werde. Das dachte ich aus irgendeinem Grund. Aha. Ist mir egal. Ich brauche einen Grappling Hook, ne? Ja, das wusste ich natürlich nicht. Das ist deine Wooden Surface. Ja, das ging ja auch so. Ja. Unsere Gehirne funktionieren unterschiedlich. Wir haben beide Stärken. Ja. Deine Stärke nicht ist das Zuhören und Reagieren. Also adäquat reagieren. Du reagierst eigentlich immer, aber meistens immer nur mit irgendwelchen Assoziationsworten, die dir in den Kopf reinschießen. Ja. was genau ist ich baue mir hier? Plattform. Nee, also was ist das tatsächlich? Wo musst du hin? Nach rechts. Über die Lava rüber, okay. Hast du jetzt dafür gesorgt, dass das nicht mehr pendelt? Ich glaube ja. Guck, das habe ich doch ganz gut gebaut da. Mhm. Mit so Schnüffelstücken arbeiten. Oh ne, stimmt das gleich. Aber das ist ja eigentlich schon in der Vergangenheit. Vielleicht ist das nur eine alternative Route gewesen. Ja, das da oben ist in der Vergangenheit. Da auch. Achso, ne, die kann damit kann ich einfach die Flammen weglenken. Was versuchst du? Ich versuche das da ranzudotzen. So. Klopp. Oh, da sind noch Feuersprites oben. Feuersprites? Gebufft, siehst du das nicht? Feuersprites sind, gebufft? Jetzt sind sie nicht mehr da. Geil, warum gebuffte Feuersprites? Oh, vor allem ist es alles anstrengend, weil es alles so mühsam ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich mit diesem Spiel habe, dass es so wenig Spaß macht. Das reine Spielen. Erst nochmal ein Basteln. Das sieht gut aus. Ist er dagegen gedotzt und deswegen runtergefallen? Nein. Oh Gott. Nein. Jetzt muss der Zwerg alles richten. Nein! Nein! Wie kann er auf so einem Rad stehen? Er hat permanent in Lava getunkt wird. Gute Füße, was ist denn jetzt?
Das ist ein Collectible Porn. Nee, das ist nur ein Schnüffelstück. Die Loge, wie ist sie nur bei uns? Hm? Fährst du gerade nach links? Nein. Ich bin auf der Stelle stehen. Gerade hier auf meinem Transportschiff. Aus Magmarhausen. Hä? Wo ist denn das andere? Wo war denn das Ding? Weiter weg. Aber die ganze Konstruktionsscheiße ist noch da. Oh nee. Das ist ja gar nichts. Ist da. Nein. Oh. Schade, dass ihr es nicht da oben weitermachen könnt. Ja. Ich könnte auch den Lavastrom einfach nur mal umlenken. Das ist allerdings gerade nicht. Ach, come on. Twist again. Like we did in June. Okay, ich probiere nochmal die Lavastrom-Umlenkerei. Ja, Moment, fahre ich vielleicht auch einfach. Oh, nee, okay. So, Flasche leer. Gut, gut gemacht. Ja, wir sind in den letzten 5 Minuten. Ja. Ist das besser oder schlechter? Schlechter. Oh, das macht ja auch meine Apparatur kaputt. Ja, deswegen ist es schlechter. Kann. Nee, das geht nicht mehr. Das so bauen, dass du quasi mit dem Ding beide verbindest, links und rechts. Und dass sie dann stuck sind. Oh Gott, das ist ein grausamer Tod. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Würde ich aber vorher in einer Stelle beiden nochmal Anschwung geben mit dem Zauberblut. Der Zauberblut ist tot. Oh, come on. Wo seid ihr denn hier, ihr? Ja, ich habe ehrlich gesagt gerade, also außer dass du immer noch das machst. Du kannst natürlich besser bauen einfach alles. Weil das war auf jeden Fall eine dumme Idee hier oben. Aber warte mal. Das hängt an Ketten. Das ist so schwierig. Ich verstehe, wie ich das drehen kann. Und wenn du das und noch das Schnüffelstück aus der Lade benutzt? Genau, das ist meine Idee gerade. Aber das hilft ja eigentlich auch nichts, weil es muss ja immer irgendwo irgendwas nach unten laufen. Ja, aber dann läuft es noch weiter. Ach, jetzt weiß ich. Wieso dreht er sich denn nicht? Also. Ich will nur objektiv sagen, das sieht echt sehr ungeschickt aus, was du da machst. So, guck mal her, hier, oh mein Gott. Wichtige Körpergeräusche. Richtige Körpergeräusche? Wichtige. Wichtige. Soll ich jetzt welche nennen? Nein. Atmung. Richtige Körpergeräusche 300. Ich kaufe ein A. Ne, wo ist das mit 300? Das ist Jeopardy, da kann man nichts kaufen. Ah, guck mal, das kann man nach oben lenken. Ah ne, das kommt trotzdem noch an der Seite raus. Dann brauche ich so ein Stopperstück. Ja, das ist schon mal was jetzt. Nee, das ist scheiße. Weil jetzt kommt halt noch viel mehr als auf einer breiteren Ebene.
Da hagelt echt die Hölle auf einen nieder von da oben. Das ist auch super breit. Wenn ich erst das Stück mache, dann das andere ist auch nicht besser, ne? Mm-mm. Kannst du dich duken? Nee. Leider nicht. Sehr gut. Nein, noch nicht. Oh Gott. Das war richtig knapp. Leather. Use the ladder. Bladder. Oh nee, das ist so eine Portal-Scheiße. Dann spielst du einfach mal aufhören zu sein. Eine Portal-Scheiße? Was kann das? Was ist das für ein... Ja, siehst du da. Das eine kommt raus, das andere kommt rein. Ja. Mhm. Da ist sogar so viel Feuerflammen draufgedings. Und das funktioniert für dich auch, oder was? Was? Also du kannst da auch da durch? Ja, ich kann auch dann da durch. Ganz... Okay. Wenn ich jetzt hier reinspringe? Ja. Doch. Warte. Bau oben eine Planke und da beschwer das rechts mit dem Kasten. Okay. Schnell. Oder ah, jetzt die Planke, jetzt die Planke. Ein Collectible Poem. Und wie kommst du weiter? Summer is gone with all its roses. Its sun and sights of sweetest flowers. Its foliage and jewelry. Mit diesen schönen Worten, die wir uns nur für den Beginn angehört haben, wenden wir dieses Video. Die waren zu schön, die konnten wir nicht mehr aushalten. Wie geht's weiter? Wir prügeln uns ja nochmal durch. Na, noch bist du nicht weiter. Kannst du da durch? Ich hab ein Schlüsselstück jetzt bekommen. Kannst du das benutzen, um da das Eis zu schmelzen? Das ist eine Frage, die wir in unserem nächsten Video von Trine 2 beantworten müssen. Du musst erstmal wieder hoch als Mensch und mit dem Lever das wieder nach links schieben, die ganzen Quatsch. Keine. Kommst du da nicht mehr hin? Dass dich in eine Sackgasse manövriert? Das scheint mir so. Werden wir es herausfinden? Man weiß es nicht. Im nächsten Video werden wir es vielleicht herausfinden. Bis zum nächsten Mal. Ja, haben wir verstanden. Möchtest du das Video beenden? Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie hänge ich jetzt doch so, dass ich denke... Naja, ich beende einfach das Video. Ja, bitte.